zu meiner Person, dass ich nicht von Active Trades bin, ja, sondern professionell Trader und Investor bei Smart Markets. Ja, und wir machen das eigentlich hauptberuflich, dass wir Handelssysteme entwickeln. Und ich sagte dann noch, dass wir uns heute mal die Pivotpunkte anschauen wollen. Die sind halt sehr interessant. Die sind eigentlich eher ein bisschen langweilig. Ja, weil man, also die sieht man selten in Webinaren oder auch so in Büchern, die man liest sie zwar so ab und zu mal, aber ist nie so ein Riesenthema, wie zum Beispiel, dass mal Markttechnik war oder dass mal so ein Ishimoku war. Ja, die Wolke, davon hört man aktuell auch wenig, hat man aber eine ganze Zeit lang richtig viel von gehört. Also da war es sehr, sehr populär. Dann war mal populär so letztes Jahr oder so im Prinzip Volumentrading. Ist jetzt aktuell auch im Prinzip nicht mehr so populär. Ich weiß nicht, ob Sie da auch mal einen Vortrag von mir gehört haben. Ging dann darum, dass halt auch große Marktteilnehmer das Volumen verstecken können. Also, dass sie auch damit jetzt nicht den hundertprozentigen Indikator haben, was halt viele, viele dachten. Na, und die Pivotpunkte, die haben eigentlich nie so einen großen Hype mitgemacht. Aber ich finde die halt, die sind konstant gut. Ja, also ganz ne, wie jeder andere Indikator auch. Wir haben da keine 100% Trefferquote oder sowas. Und wie gesagt, sie helfen einem und sie werden halt auch im institutionellen Bereich eingesetzt. Ja, und das heißt natürlich auch, dass da was dran ist, wenn man die also auch für große Geldanlagen und Geldsummen einsetzt. Wir wollen uns dann deswegen heute auch mal anschauen, was wir mit denen machen können. Ganz kurz, was heißt überhaupt Pivot, dass man da ein bisschen mitsprechen kann. Das ist eigentlich nichts anderes. Also Pivot ist im Prinzip ein Dreh- bzw. ein Angelpunkt. Ja, und Drehpunkt, das kennen Sie vom Traden. Wir wollen ja genau irgendwo mit Hilfe von der technischen Analyse abschätzen können, wo gibt es eine Unterstützung, wo gibt es einen Widerstand. Ja, und alles, was uns dazu hilft, dass wir genau diese Drehpunkte erkennen. Ja, das ist genau das, was wir suchen. Und Pivotpunkte heißt also von daher eigentlich auch ein recht langweiliger Name. Aber die heißen halt so. Also von daher im Prinzip heißt nichts anderes als, das sind die Drehpunkte, wo der Kurs drehen kann. Und die Grundidee dabei, die ist eigentlich relativ simpel. Und zwar gehen wir davon aus, beziehungsweise die Erfinder sozusagen von den Pivotpunkten gehen davon aus, dass die gestrigen Kurse die heutigen Kurse beeinflussen. Ja, heißt also, das jüngste Kursverhalten, das beeinflusst mehr das heutige Kursverhalten als jetzt meinetwegen einen Tag von 2001 oder von 2013 oder sowas. Das merken Sie auch zum Beispiel daran, es gibt ja auch sehr viele Indikatoren, wie zum Beispiel gleitende Durchschnitte oder sowas, wo Sie das ähnlich haben. Also auch da zum Beispiel gibt es ja den simplen gleitenden Durchschnitt, aber auch da gibt es ja dann zum Beispiel den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Auch da ist die Grundlogik, dass die jüngeren Kerzen, die werden höher gewichtet als die älteren Kerzen. Also von daher, das ist jetzt nichts Neues unbedingt in dem Sinne. Das haben wir in einigen Indikatoren, dass man das probiert, irgendwie höher zu gewichten. Hat auch Nachteile jetzt, also zum Beispiel beim gleitenden Durchschnitt, aber das ist ein anderes Thema. Aber von daher, die Idee, die sehen wir häufig, und das wird sich auch nochmal wiederholen bei anderen Indikatoren, dass wir also probieren, aus der jüngsten Vergangenheit Rückschlüsse zu ziehen. Und hier ist es tatsächlich ganz einheitlich definiert, dass wir vor allen Dingen das Hoch vom Vortag brauchen. Wir brauchen das Tief vom Vortag und den Schlusskurs vom Vortag. Ich habe hier nochmal die englischen Begriffe mit eingetragen, dass wir das High haben, das Low und Close. Ja, das werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen im MetaTrader, wo Sie das nämlich ganz genau finden und nachschauen können. Einfach nur mal der Vollständigkeit halber. Ja, Sie finden auch manchmal Formeln für den Pivotpunkt, wo auch dann die Öffnung entweder von heute mit einfließt oder die Öffnung vom Vortag mit einfließt. Ja, aber das ist eher seltener. Ne? Und auch da natürlich kann man so eine Formel auch abwandeln, wie man möchte. Also da gibt es dann auch wieder verschiedene Varianten. Aber sagen wir mal, primär oder auch mal gängig ist die Formel hier. Also, dass wir das Hoch, Tief und den Schlusskurs brauchen. So, wie bekommen wir den? Das zeige ich Ihnen mal kurz. Und dann sollten wir da sein, wo der Ton eingesetzt hat. Wir bekommen den, indem wir uns, also das Simpelste ist, indem wir uns eine Tageskerze anschauen. Ja, da gehen wir also auf die Zeiteinheit D1 im MetaTrader, zeige ich Ihnen gleich. Und dann gucken wir quasi auf die gestrige Kerze.
Deswegen ist hier gestern und hier ist heute. Und da wollen wir dann das H suchen für den für High, also den Höchstkurs. Wir schreiben uns also die 11.350 auf. Wir wollen den Schlusskurs suchen, das C, Close. Also das ist jetzt ein fiktives Beispiel hier mit diesen Werten. 11.250. Und wie gesagt, Öffnungskurs lassen wir mal außen vor. Und wir wollen den Tiefskurs suchen mit 11.000. So, wenn wir diese drei Werte haben, dann macht man im Prinzip eine relativ simple Sache, dass wir den ersten Pivotpunkt ausrechnen. Das ist einfach der Durchschnitt. Ja, das heißt also, ich addiere den Hochpunkt, den Tiefpunkt und den Schlusskurs und teile den durch die Anzahl und teile den durch drei. Ja, und dann komme ich quasi der Durchschnitt von 11.350, 11.250 und 11.000 ergibt 11.200. Und das ist mein erster Pivotpunkt, den ich habe, also den ich quasi ausgerechnet habe. Ja, zeige ich nochmal ganz kurz in der Plattform eben. Also wir gehen hier, wenn Sie sonst mal zum Beispiel auf 5 Minuten sind, dann gehen Sie jetzt hier auf D1 für Tag. Und dann, das ist ja dann hier unsere aktuelle Kerze, die heutige Kerze. Und dann gehen wir hier auf die Kerze davor. Wir sind jetzt hier im S&P 500 als Beispiel. Ja, Sie gehen mit der Maus hier drüber und dann schauen Sie hier unten rein. Das heißt, Sie schauen gleich mal bitte hier unten hin. Das müsste Open, High, Low, Close sein. Gucken wir gleich. Ja, das heißt, da unten, wenn Sie über die Kerzen gehen, können Sie die Werte ganz simpel ablesen. Ja, manchmal ist es auch noch so, aber da kann ich Ihnen gar nicht zu 100% sagen, wann das kommt und wann nicht. Dann kommt ja eigentlich auch noch so ein gelbes Fenster. Aber jetzt, trotz der 10 Jahre Erfahrung bin ich mir noch nicht ganz schlüssig geworden, warum das manchmal kommt und warum das manchmal nicht kommt, dieses Fenster. Na, aber auf jeden Fall hier unten, na, wenn Sie mit der Maus drauf sind, können Sie sich das halt anzeigen lassen. Und dann wäre das Erste, dass Sie also die drei Werte, High, Low und Close, also die drei letzten Werte, dass Sie die nehmen und dadurch den Durchschnitt bilden. Und dann hätten Sie schon diesen Punkt hier, also diesen Pivotpunkt. Na, und den sehen Sie auch dann, wenn wir zum Beispiel auf den Stundenchart gehen oder auch wenn wir auf einen 5-Minuten-Chart gehen. Ja, das ist dann ganz genau hier dieser Punkt. Das ist der, den wir gerade ausgerechnet haben. Und dann gibt es im Prinzip Widerstände nach oben und es gibt Unterstützung nach unten. Da sieht man jetzt hier schlecht, hier steht ein S dran für Support, also für das englische Wort für Unterstützung und hier oben ein R für Resistance, englische Wort für Widerstand. So, gehen wir einmal zurück. Ja, also das ist der erste Punkt, den wir ausrechnen. Ganz simpel, dass wir einfach nur die drei Werte nehmen und durch drei teilen. Also eine Frage kommt noch. Der Pivot-Indikator von Active Trades macht mir auch weekly Sorgen. Er zeigt den Montag immer total komisch an. Ja, das ist richtig, weil im Weekly können Sie das im Prinzip gar nicht nehmen. Ja, weil im Weekly kann der Indikator das überhaupt nicht ausrechnen, weil der ja quasi den Vortag sucht. Das heißt also, er würde eine Vortageskerze suchen, er findet aber keine Vortageskerze, weil sie ja eine Wochenkerze haben. Ja, das heißt also, das ist richtig. Im Wochenchart können Sie die Pivotpunkte per Definition nicht anwenden. Ne, also von daher entweder löschen oder aber halt einfach ignorieren. Ne, aber weil, ne, weil im Wochen, in einer Wochenkerze können Sie ja nicht von der Kerze irgendetwas ablesen und der Indikator kann das auch nicht. So, und jetzt gucken wir uns an, das war das, was wir hier gesehen haben. Woher kommen hier diese nächsten Widerstände und woher kommen die nächsten Unterstützungen? Und da macht man im Prinzip was ganz Simples, dass man quasi von dem Pivotpunkt einmal also quasi dann die Differenz zu dem Low, das im Prinzip wird halt hier drauf addiert. Ja, also ich mache im Prinzip nichts anderes als
Moment, gehen wir mal hier hoch, als dass ich im Prinzip Folgendes mache. Ich schaue mir einmal quasi von diesem Pivotpunkt diese Strecke an und ich schaue mir einmal diese Strecke an zu dem Hoch. Ja, und das, wenn ich jetzt diese Strecke mal, nenne ich mal H1 und die nenne ich mal L1. Ja, das sind einfach die beiden Strecken, die ich davon im Prinzip, die ich da drauf addiere und nochmal im Prinzip abziehe. Ja, also hier von dem Pivot, also ich addiere quasi den Pivotpunkt minus dem Tief von gestern, ja, das ist also quasi diese eine Mengenklammer, die ich gerade unter gezeigt habe, und dann bekomme ich das nächste und beim anderen, genau, dann kriege ich den Widerstand so rum und hier ziehe ich halt von dem hoch, ne, also quasi ziehe ich quasi diese Strecke hierhin, ziehe ich halt ab. Ja, also auch da wiederum ganz klar, dass ich mich orientiere an dem Höchstkurs und an dem Tiefkurs von gestern, aber dann halt in Verbindung zu dem Pivotpunkt. Ne, das mache ich und damit bekomme ich dann schon die nächsten beiden Punkte, also dieses R1, S1, das ist das, was wir dann hier sehen. Ja, die erste rote Linie ist R1, hier die erste blaue Linie ist S1. Ich gucke mal eben, ob ich den anders einfärben kann. Das sehen Sie ja gar nicht so. Ja, das ist ein Tangram. Ach so, speichert sie nicht. Kann sein, dass die fest drin sind. Ja, die sind wohl fest einprogrammiert. Ja, aber ich denke, also Sie wissen zumindest, was ich meine. Und so, und damit haben wir quasi dann R1 und S1. Und dann macht man Folgendes, dass man halt jetzt für die nächste Linie, die ich haben will, ne, das ist ja bei uns Tradern ist das ja im Prinzip ganz simpel. Ja, wir wollen ja eigentlich im Prinzip nichts anderes, als dass wir, wenn wir hier so einen Kursverlauf haben, ja, wir möchten immer wissen, ja, wo kann der hier oben irgendwo drehen? Da möchten wir Linien haben und wir möchten hier unten Linien haben. Und dann sind wir da relativ kreativ, dass wir sagen, ach, ich probiere es mal mit dem Fibonacci, im gleitenden Durchschnitt, mit irgendwelchen alten Hochs und Tiefs oder zum Beispiel halt wie heute jetzt hier mit einem Pivotpunkt. Ja, und das haben wir auf der einen Seite eben halt gemacht, dass wir das quasi hier haben wir den hatten wir quasi den Pivotpunkt, quasi die Differenz zum Tief beziehungsweise zum Hoch. Und jetzt haben wir im Prinzip quasi, dass wir sagen, wir wollen die komplette Tagesstrecke von gestern einmal drauf addieren und einmal abziehen. Ja, das heißt, ich will die komplette Vola von gestern rechne ich auf den Pivotpunkt drauf. Das wäre dann hier die ganze Strecke hier. Also jetzt gucken wir einfach, dass wir die komplette Tageskerze sozusagen, dass wir die einmal auf diesen Punkt draufrechnen und einmal abziehen. Ja, mehr macht der Pivot im zweiten Schritt nicht. Na, das ist ganz genau das, was wir hier machen. Dann bekommen wir da wieder zwei Punkte raus, ne? Einmal drauf addieren, einmal abziehen. Und bei dem nächsten Punkt nutzen wir einfach quasi die nächste Linie, die wir schon haben. Also wir hatten ja gesagt, dass wir hier in der Mitte haben wir unseren Pivotpunkt und hier haben wir dann R1 und hier haben wir S1. Und jetzt machen wir nichts anderes, als dass wir quasi von hier, also wir haben ja quasi eben gesagt, wir addieren hier, addieren wir die Tagesvola drauf, dann kriegen wir R2. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt addieren wir hier auf R1, addieren wir nochmal die Tagesvola drauf. Und schon haben wir R3. Ja, und das Gleiche machen wir im Prinzip hier unten auch. Also Sie sehen, wenn man das quasi einmal im Prinzip sich anschaut, ist es relativ simpel. Ja, und Sie sehen auch hier, da plus die 350 Punkte, ja, das im Prinzip bleibt, dass wir halt nur einen anderen Wert nehmen. Und schon haben wir eigentlich schon die wichtigsten Punkte, na, sagen wir, viel mehr Punkte brauchen wir eigentlich gar nicht, dass wir unseren Pivotpunkt haben und unsere 1, 2, 3 Widerstände oben drüber und Unterstützung unten drunter.
Ja, das sind die Pivotpunkte. Sie sehen, ganz simpel, ja, und deswegen vielleicht auch im Prinzip ein bisschen langweilig, weil man das natürlich nicht als den heiligen Gral vermarkten kann oder als den super-duper neuen Indikator. Ne? Da sieht natürlich ein Ishimoku als Wolke, sieht da natürlich viel fancier aus oder so. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Aber auch beim Ishimoku steht eine ganz simple Formel dahinter. Also ist eigentlich ein ziemlich anderes. Wir probieren ja immer, dass wir möglichst mit möglichst einfachen mathematischen Formeln klarkommen als Trader. Ne? Aber deswegen, sagen wir, vielleicht zu erklären, dass die Popularität von dem Pivotpunkt nicht so da ist wie von anderen Indikatoren. Ja, trotz alledem ein guter Indikator. Ja, und dann kommen wir hier auf diese Werte. Und diese Werte tragen wir dann ab in die Handelsplattform. Und das ist dann genau das, was wir hier sehen. Pivotpunkt 1, 2, 3 hier unten und hier oben auch 1, 2, 3. Ja, das sind dann typischerweise die Punkte, die wir dann abgetragen haben. Das ist eigentlich schon alles, was Sie zur Theorie von den Pivotpunkten wissen müssen. Ja, mehr muss man dazu gar nicht wissen. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich damit machen? Eigentlich kann ich damit alles machen, was ich mit irgendeiner anderen Unterstützungslinie oder mit irgendeiner anderen Widerstandslinie auch mache. Das ist, wie gesagt, halt nur etwas, das man sagen kann. Ich habe halt hier, wenn ich zum Beispiel auch davon, also wenn Sie als Trader auch davon überzeugt sind, dass Sie sagen, ja, ich sehe das auch so, dass der gestrige Tag einen hohen Einfluss auf den heutigen Tag hat, dann ist zum Beispiel, sind die Pivotpunkte für Sie ein sehr guter Indikator. Wenn Sie dahingegen eine andere Meinung haben, dass Sie sagen, nee, gerade der gestrige Tag, da läuft der Tag heute irgendwie anders, das sehe ich nicht so, dann wäre das zum Beispiel nicht der ideale Indikator für Sie. Aber wir können natürlich damit alles machen, was wir jetzt sonst auch machen. Das heißt, wir können ein primäres Signal für den Einstieg nutzen oder auch für den Ausstieg nutzen. Oder zum Beispiel, ja, was man auch sehr gut machen kann, dass man das als Kreuzunterstützung oder als Doppelunterstützung nimmt. Dass zum Beispiel, wenn ein gleitender Durchschnitt sich schneidet mit einem Pivotpunkt und der Kurs kommt dann darauf, dass ich dann zum Beispiel einsteige. Ja? Oder ich nutze es in Verbindung mit Oszillatoren, dass wenn meinetwegen der RSI anzeigt, überkauft und der Kurs ist dann auch noch an einem Pivotpunkt, dass man dann zum Beispiel sagt, so, jetzt müsste der Kurs eigentlich drehen und jetzt kann ich einsteigen. So, und jetzt gucken wir mal, wie das im MT4 ein bisschen detaillierter aussieht. Ja, das ist jetzt hier mal der S&P. Und auch hier zum Beispiel sehen wir, ach so, genau, das wollte ich auch noch sagen, für die Daytrader von Ihnen und auch da ist mal für diejenigen, die sehr aktiv handeln, auch da ist natürlich dieser Indikator nicht ganz so interessant. Sie sehen es hier, Sie bekommen nicht am Tag 20 Einstiege, ja, sondern Sie kriegen ein, zwei, vielleicht maximal drei Einstiege damit. Aber, und das ist ja etwas, was ich mir jetzt, als wir das Webinarthema hier geplant haben, wenn man nicht vorbereiten konnte heute im S&P. Hier sehen Sie sehr schön, ne, der piekst einmal in den ersten Widerstand vom Pivot, also in diese sogenannte R1 rein und dann dreht der Kurs. Ne, Sie sehen auch jetzt hier, dass er auch an einem gleitenden Durchschnitt gedreht hat, ja, und auch hier oben runterkommt, am gleitenden Durchschnitt langläuft. Also wir haben halt mehrere Möglichkeiten, aber genau darum geht es ja auch, dass wir ja, ich sagte ja eben, wir als Trader, wir probieren ja möglichst viele Linien drin zu haben, dass wir mal möglichst viele Punkte sehen, wo so ein Kurs drehen könnte. Und da sind halt Pivotpunkte eine sehr gute Sache. Und was ich persönlich halt sehr interessant finde, gerade für diejenigen von Ihnen, die wenig Zeit haben, wir haben den großen Vorteil, dass Sie diesen Punkt hier oben, also diesen Short-Einstieg, ja, wenn Sie sagen, ich möchte einen Abpraller handeln, den wissen Sie ja schon hier. Den wissen Sie hier schon. Ja, weil in dem Moment, wo der erste Tick vom Tag da ist, wissen Sie ja schon, dass Sie wieder Ihre Tageskerze von gestern nehmen, die entsprechenden Werte und dann können Sie ja diese Linien schon ausrechnen. Ja, das heißt also, da brauche ich nicht viel Zeit. Sowas kann ich also wunderbar mit einer Limit Order programmieren und kann also auch, wenn ich wenig Zeit habe oder auch wenn ich zum Beispiel Swing Trader bin oder so, kann ich halt diese Linien perfekt dafür nutzen. Ja, das ist etwas anderes, wie zum Beispiel beim gleitenden Durchschnitt, der sich ja immer wieder ändert, wo ich das quasi nachjustieren müsste. Beim Pivotpunkt habe ich hier meinetwegen den Einstieg und könnte zum Beispiel auch über irgendeinen anderen Widerstand oder zum Beispiel auch über den R2 könnte ich hier oben dann auch einen Stopp setzen als Beispiel.
Ja, das kann ich alles im Vorfeld perfekt planen. Ja, und dafür ist es im Prinzip auch gedacht, dass man das nutzen kann. Es gibt einen kleinen Nachteil, der für Sie als Active Trades Kunde kein Nachteil ist. Die Pivotpunkte, die sind nicht standardmäßig im MT4 drin. Ja, also wenn Sie hier unten durchgehen, dann werden Sie die Pivotpunkte nicht finden. Es gibt aber einen Indikator, der nennt sich Pivot Points. Der ist von Active Trades, das heißt also, den bekommen Sie auch kostenfrei. Da schreiben Sie einfach an germandesk@activetrades.lu, ja, was der Chris eben reingeschrieben hat, der zuständige Mitarbeiter von Active Trades, und dann bekommen Sie den kostenfrei zugeschickt. Ja, also Sie kriegen dann einen Indikator und dann bekommen Sie eine Aktivierungsnummer dafür und dann können Sie den in Ihrem Chart kostenfrei einsetzen. Ja, also von daher, das ist im Prinzip kein Thema. Ansonsten kann man den, wie gesagt, auch im Prinzip sehr, sehr simpel ausrechnen. Aber ich denke mal, wenn man den so reinziehen kann, ist es natürlich immer etwas angenehmer. Und man ist ja da tendenziell eher, dass man bequem ist und halt nicht dann jeden Morgen erstmal rechnen möchte. Also das kann ich damit halt relativ gut machen. Wir können auch nochmal hier ein bisschen weiter zurückgehen. Machen wir hier oben die Sachen raus. Ja, auch zum Beispiel am Vortag sieht man sehr schön, wie der Kurs runterkommt. Ja, das ist ja beim Durchbruch, ne? Also auch hier sieht man auch, wo wir drei sehr starke grüne Kerzen haben. Auch hier prallt er erstmal ein bisschen ab an dem Pivotpunkt. Dann geht er drüber und dann ist ja so die alte Regel, charttechnisch, wenn der Widerstand nachhaltig durchbrochen worden ist, dann wird er zu einer starken Unterstützung. Ja, und das sehen wir hier, das ist bilderbuchmäßig, dass der Kurs hier runterkommt, durch die gleitenden Durchschnitte durchgeht, aber am Pivotpunkt perfekt piekst einmal drauf und geht erstmal wieder hoch, kommt nochmal runter, macht das tiefere Tief, steigt dann wieder. Also das ist genau das, was wir sehen wollen. Ja, oder auch hier morgens im Tag, der Kurs geht rauf, geht dann auf den Pivotpunkt und wird erstmal wieder wunderbar abverkauft. Ja, hier ist sogar ein bisschen schade, Kurs kommt hoch, geht runter, verpasst den Pivotpunkt ganz knapp und steigt dann. Ja, aber das ist natürlich auch so im Traden. Manchmal hat man Glück, dass er punktgenau drauf geht und manchmal hat man kein Glück, dass er dann nicht punktgenau drauf geht. Ja, aber Sie sehen, dass die Pivotpunkte schon sehr gut sind. Natürlich, wenn wir eine relativ enge Wolle haben, dann kriegen wir nicht so viele Einstiege. Dann geht es den ganzen Tag hier dazwischen und am Abend kommt er erst und prallt im Prinzip hier ab und geht dann hoch. Ja, aber Sie sehen auch hier, obwohl der Markt im Prinzip ziemlich stark fällt, auf dem Pivotpunkt peaks drauf, geht erstmal seitwärts leicht hoch. Nächster Punkt auch hier, geht erstmal leicht hoch, kommt da runter, geht hier, prallt hier an dem Punkt ab und hier auch, sehen Sie sehr schön, der einzige Knick, der hier kommt, ist hier unten an dem Pivotpunkt. Ja, also selbst im fallenden oder steigenden Markt, also Sie werden es relativ häufig finden, dass die Pivotpunkte, dass der Kurs da abprallt. Ja, und das auch, wenn wir jetzt mal auf irgendwelche anderen Sachen gehen, kann ich mal Gold gucken. Na, auch hier sehen wir im Prinzip sehr schön einen Pivotpunkt angelaufen, hier perfekt angelaufen, hier oben wunderbar angelaufen. Also gibt schon im Prinzip viele Punkte, die Sie damit nutzen können. Ja. Klappt nicht immer. Ne? Also ich denke, hier zum Beispiel sieht man es, dass man das da im Prinzip durchgeht, geht es dann wieder ein bisschen drüber, aber fällt dann durch. Ja. Aber auch im Prinzip irgendwo logisch, ne? Wenn ein Kurs dann mal so viel Druck nach unten bekommt, da hält natürlich auch dann nicht jede Unterstützung oder auch nicht jeder Widerstand. Ja, ähnlich im Prinzip hier. Wenn wir einen sehr stark fallenden Markt haben, dann bietet es sich eh nicht an, dass wir einfach blind an irgendeinem Pivot einsteigen. Ja, wenn wir hier die gleitenden Durchschnitte sehen, dass sie so eine Steigung, also fast eine senkrechte Steigung nach unten haben, dann ist das Szenario gerade nicht unbedingt das, wo wir sagen, boah, jetzt will ich aber mal mutig long einsteigen oder dergleichen. Also ich kriege noch eine Info von einem Teilnehmer, Pfund, Kanada-Dollar. Heute Morgen können wir mal gucken, bis hier schon drin, noch nicht. Dann geben wir einmal rechte Maustaste, Symbole. Ja, und dann können Sie nämlich hier so, da ist es. Dann können wir das nämlich einblenden lassen. Ja, das ist ja nur eine Favoritenliste, die Marktübersicht. Ne, Sie können die ja hier mit Gold heißt, dass angezeigt wird, Silber heißt, dass die Instrumente nicht angezeigt werden. Also lassen wir ganz kurz rechte Maustaste einfach hier rein und dann auf Symbole. Ja, geht in jedem MetaTrader. So, gehen wir mal hier.
Ja, hier ist er zwar ein bisschen durchgegangen, aber dreht dann auch. Ja, also wieder gutes Setup, was man halt dann nutzen kann, ist, dass man quasi an dem ersten Pivot einsteigt und dass man den Stopp halt mit einem kleinen Puffer unter das nächste Pivot-Level legt. Ne, das wäre zum Beispiel ein Setup, was man relativ simpel handeln kann, und was man also auch wieder dann morgens schon sehr gut planen kann. Dann gucken wir hier auf den gestrigen Tag. Da natürlich im Prinzip sehr schön. Ja, wir sehen hier wiederum an dem Pivotpunkt schön abgeprallt. Dann bricht er durch und auch hier wieder bricht komplett durch und prallt wunderbar an dem nächsten Pivotpunkt ab. Ja, also können Sie sich mal im Prinzip selber gerne mal Beispiele suchen. Nur wie gesagt, simpelste ist einfach halt, dass man, wenn man den Indikator drin hat, sich die Instrumente schnappt und einfach rüberzieht. Aber da können wir auch mal im Euro-Dollar schauen. Wenn da mal hier aktuell hin. Na, gestern zum Beispiel, da war ja aus den USA Daten. Ja, und auch hier sehen Sie mit den Daten runter in den Pivotpunkt, rauf hier in den Pivotpunkt, wieder runter in den nächsten Pivotpunkt. Also ist, ne, oder auch hier wunderbar hoch, ja, an den Pivotpunkt ran, wird wieder abverkauft. Auch hier schon morgens, hier dran an den Pivotpunkt. Also Sie sehen, dass es zwar nicht immer trifft, aber doch wirklich, ne, und jetzt haben wir einfach mal im Prinzip wahllos halt ein Beispiel rausgepickt. Also ihr habt nichts, was ich jetzt irgendwie vorbereitet habe oder so, sondern da muss ich sagen, da verlasse ich mich tatsächlich auf die Pivotpunkte, dass ich weiß, wenn ich da vier Produkte reinziehe, dann weiß ich, dass das in dreien eigentlich schon ganz gut funktioniert. Ne? Aber auch da wiederum, es gehört natürlich auch ein bisschen mehr dazu, dass ich profitabel handeln kann. Also ne, wenn Sie sowas traden, auch wiederum überlegen, wie ist das mit dem Ertragsmanagement, mit welcher Menge steige ich ein, was habe ich für ein Risiko, was habe ich für ein CRV typischerweise, also wo will ich auch dann mit so einem Trade hin. Und das sind natürlich Sachen, die Sie dann natürlich auch ein bisschen überlegen müssen von Ihrer Vorgehensweise, wie Sie sonst handeln. Ne, aber was ich Ihnen einfach zeigen wollte, dass die Pivotpunkte halt keine langweilige Sache sind, ne, auch wenn sie sehr simpel auszurechnen sind, aber man kann die ganz simpel einsetzen, ne? Und wie gesagt, was sie dann im Prinzip daraus machen, ob man dann halt sagt, ich nutze das dann, wenn es halt eine Kreuzunterstützung ist oder dergleichen, das ist einem ja im Prinzip selbst überlassen. Ne? Das kann man sehr schön im Prinzip verbinden, aber Sie sehen, auch wenn ich nichts anderes drin hätte, nur die Pivotpunkte, auch dann habe ich schon einen guten Anhaltspunkt, wo tatsächlich so ein Kurs, wie der Name schon sagt, mit dem Pivot sich drehen kann, sich wenden kann. Ja, und das wollte ich Ihnen einfach hier mal zeigen und einfach auch, ich sag mal, ein bisschen die Werbetrommel rühren sozusagen für diese Pivotpunkte, ja, weil die so ein bisschen so ein Schattendasein fristen, meines Erachtens. Also da fragen im Prinzip relativ wenig Kunden nach, aber wenn man die mal drin hat, das ist keine Arbeit, die sind super transparent und Sie sehen ja, die kann man wirklich, wirklich richtig gut einsetzen. Ja, ich würde mal tippen, dass sie in sehr starken Trendmärkten, da werden die nicht so gut funktionieren. Wir können ja mal gucken, wenn wir jetzt mal ein Nasdaq nehmen. Wo ist er denn da? USA Tech. Ja, aber falsch gedacht. Auch hier sehen Sie heute der Anstieg hier oben hin, Pivotpunkt und wird erstmal wunderbar abverkauft. Wir können mal hier den Tag davor gucken. Ja, auch hier wunderbar der Rücksetzer auf dem Pivotpunkt geht hier hoch. Also hier geht er hoch, dann auch hier der Rücksetzer wunderbar drauf, geht hoch, wieder wunderbar drauf. Also auch da muss man sagen, passt. Ne? Etwas aufpassen würde ich halt immer, ne, wenn Sie jetzt die Taktik nehmen, dass Sie sagen, ich möchte an dem Pivotpunkt einsteigen und ich möchte den Stopp über den nächsten Pivotpunkt setzen. Ja, Sie sind natürlich davon abhängig, wie hoch ist die gestrige Vola. Das heißt also, wenn wir sowas natürlich haben hier, dass wir eine sehr, sehr hohe Vola haben, dann sehen Sie, dann ist natürlich am nächsten Tag sind diese Unterstützung, Widerstände, die sind meilenweit auseinander. Ja, also das sind halt dann so Ausnahmen. Wenn Sie einen sehr volatilen Tag haben, dann können Sie natürlich am nächsten Tag eigentlich die Punkte nicht benutzen, ja, weil dann gerade fürs Daytrading sind die viel zu weit auseinander. Ja, also das, ne, das ist typischerweise funktionieren die besser, wenn die Tage normal laufen, beziehungsweise halt nicht so volatil laufen. Ja, und wenn Sie dann also, ne, quasi wie hier, da läuft der Tag wieder normal und dann sehen Sie auch, dass Sie wieder mehr Unterstützungs- und Widerstandshintergründe haben, weil ja
quasi hiervon wird ja nur das Hoch und Tief von diesem Tag abgetragen nach oben. Beziehungsweise dann, also da noch nicht, aber dann hier. Diese ganze Spanne wird dann von hier nach da abgetragen und dementsprechend ist der halt meilenweit weg. Also Frage kommt noch, die Weekly High und Lows haben nichts mit Pivot zu tun? Nein. Also natürlich kann man quasi selber da alles draus basteln und Sie könnten natürlich selber mal überprüfen, ob Sie quasi Ihren eigenen Weekly Pivot-Punkt bauen können, ne? Also nach den Formeln, das wäre ja möglich. Aber klassisch ist der Pivot-Punkt immer vom gestrigen Tag. Also das ist so die klassische Formel. Sind sonst noch Fragen von Ihrer Seite? Ja, das ist typisch für die Punkte. Wie gesagt, dadurch halt einfach, weil sie relativ gut verständlich sind, wie wir uns das angeschaut haben. Also es ist eigentlich relativ eindeutig und relativ klar. Und dann hoffe ich zumindest, dass ich Ihnen die ein bisschen näher bringen konnte. Und und freue mich auch, wenn Sie die irgendwie einsetzen wollen. Wie gesagt, ich habe sie immer drin. Ich habe natürlich auch noch andere Indikatoren drin. Wissen Sie, wenn Sie schon mehr Webinare von mir angeschaut haben. Aber nutzen Sie die. Und wie gesagt, wenn Sie Active Trades Kunde sind, dann halt noch entspannter. Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail, kriegen Sie den Indikator kostenfrei zugeschickt und können den dann einsetzen, ohne dass Sie da irgendwas ausrechnen müssen oder so. Okay, dann von meiner Seite, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass es heute zu Anfang mit dem Ton irgendwie Schwierigkeiten gab. Ich habe gerade gehört, war wohl, weil man ja hier in dem Tool nochmal extra sagen muss, obwohl quasi der Bildschirm schon übertragen wird. Aber da muss man trotzdem mal sagen, dass quasi das Webinar startet, was ich nicht verstehe, ja, warum ich das Webinar starten muss, wenn Sie eigentlich schon etwas sehen. Also das erschließt sich mir nicht so ganz, aber das war zumindest der Fehler. Und da hätte ich dann mal draufklicken müssen. Also von daher war das quasi mein Fehler. Sorry dafür nochmal. Ich hoffe, dass das dann trotzdem alles noch soweit gut ging. Und wie gesagt, dass ich Ihnen das etwas näher bringen konnte. Wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Einsatz. Wenn noch Fragen kommen nach dem Webinar, ja, auch dann gerne Active Trades anschreiben, wird mir weitergeleitet, antworte ich immer gerne drauf. Und dann wünsche ich gute Trades mit den Drehpunkten, mit den Pivotpunkten und freue mich, wenn wir uns im nächsten Webinar wiedersehen. Also einen schönen Abend und bis zum nächsten Webinar. Also, Frage kommt noch, möchte ich gerne beantworten. Ja, sehr gut. Welche Indikatoren helfen, um abzuschätzen, ob der Kurs abprallt oder durchbricht an einem Pivotpunkt? Das ist die Königsfrage, aber ich will Ihnen trotzdem mal einen Indikator geben, den man dafür, ich sag mal, nicht sehr gut nutzen kann, aber der dafür tatsächlich da ist. Und das ist, das müsste hier der ADX sein. Guck mal eben, nee, den meine ich, Sie sehen, ich selber nutze ihn nicht so häufig. Also auf jeden Fall heißen tut der ADX. Ja, und da und der schwankt in so einem Wertebereich, obwohl, Moment, hier ist er doch, müsste eigentlich sein. Ah, da ist er doch. Doch, ist richtig hier. Und zwar, und hier sehen Sie ADX, der steht jetzt aktuell bei 16 hier. Ich gehe nochmal hier vorne hin. So, ein bisschen größer. Und da im Prinzip sagt man typischerweise, dass man eher Ausbrüche erwarten kann, wenn dieser Wert über 30 ist und dass sie eher einen Seitwärtsmarkt erwarten können, wenn der Wert unter 30 ist. Also das könnten sie mal machen. Ich gucke eigentlich im Prinzip selber so ein bisschen auf die Vola, ne? Ich sag mal so als Trader, irgendwann sehen Sie auch so ein bisschen, ja, hat der Kurs irgendwie Druck, hat der ein Momentum, also den Indikator könnten Sie zum Beispiel auch halt gut mit reinnehmen, ne? Und dass Sie dann der Meinung sind, der marschiert in eine Richtung. Ansonsten, ich sag mal, schon in relativ vielen Fällen kann man es gar nicht im Prinzip so einfach abschätzen, sondern dann heißt die Devise, dass Sie diszipliniert quasi die Wahrscheinlichkeit über eine Vielzahl von Trades nutzen wollen. Das heißt also,
dass Sie wissen, wenn Sie 20 Mal an dem Pivotpunkt den Abpraller handeln, dann wissen Sie, dass der zum Beispiel 8 Mal nicht funktioniert und 12 Mal funktioniert und dann gehen Sie da über die Wahrscheinlichkeit. Ne, aber einfach nur, dass Sie da schon mal Indikatoren haben. Also ADX kann ich mal angucken. Sagt über 30 eher Ausbruch, unter 30 eher seitwärts. Ne, und das Momentum könnten Sie sich da im Prinzip auch nochmal diesen gehen anschauen. Sonst noch Fragen von Ihrer Seite? Das sieht nicht so aus. Dann nochmal danke, wie gesagt, wenn noch Fragen auftauchen, gerne eine E-Mail an Active Trades. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns im nächsten Webinar wieder. Bis dann!